Der Parteitag ist ein wichtiger Vorentscheid über die Verteilung von Mandaten in Düsseldorf. Hier wird entschieden, wer für die Düsseldorfer SPD antritt, um Düsseldorfer und nordrhein-westfälische Interessen im Deutschen Bundestag zu vertreten. Die Kandidatur von Andreas Rimkus ist unumstritten. Er ist ein echtes Schlachtross, kennt nichts und niemanden, wenn es gilt, Düsseldorfer Interessen zu vertreten. Und er hat Milliarden nach Nordrhein-Westfalen gelotst. Deshalb sage ich, er hat einen neuen Sankt-Andreas-Strom geschaffen. So viel Geld war noch nie auf dem Weg von Berlin nach Düsseldorf. Ja, also ich freue mich sehr, dass wir beide jetzt heute bestätigt wurden als Kandidaten für die anstehende Bundestagswahl 2017. Starkes Stimmergebnis. Wir sind innerlich, aber auch personell geschlossen hier in Düsseldorf. Wir wollen die Wahlkreise holen und ich freue mich schon auf einen tollen Wahlkampf gemeinsam mit Philipp. Danke, Andreas. Ich möchte auch wirklich Danke sagen an die Partei, die heute dieses tolle Ergebnis abgestimmt hat. Und ich freue mich sehr, antreten zu dürfen. Und jetzt heißt es Vollgas geben. Wir wollen erst die Landtagswahl gewinnen in Düsseldorf, unsere Wahlkreise verteidigen bei der Landtagswahl. Das wäre dann bester Rückenwind für die Bundestagswahl, damit Andreas sein Mandat verteidigt und auch der Düsseldorfer Norden in Zukunft einen roten Abgeordneten nach Berlin schickt. Genau, wir wollen nämlich die stärkste Partei werden in Düsseldorf, sowohl bei der Landtagswahl als auch bei der Bundestagswahl, damit wir nicht nur Hannelore Kraft bestätigen können als Ministerpräsidentin in Nordrhein-Westfalen, sondern wir wollen auch Kanzlerpartei werden in Berlin. Denn nur mit einer starken Sozialdemokratie kann auch eine starke soziale Gerechtigkeit Wirklichkeit werden. Und das ist das, was die Menschen wollen, was sie von uns auch erwarten, und dafür treten wir an. So ist das. Ich möchte in den Wahlkampf auch meine Erfahrung als Kommunalpolitiker einbringen. Ich kenne die Alltagsprobleme der Menschen hier in Düsseldorf aus der Kommunalpolitik und habe gelernt, wie man gemeinsam gute Lösungen findet. Und ich möchte im Wahlkampf auch, dass das Vertrauen der Menschen in das Handeln der SPD gestärkt wird. Wir haben die richtigen Themen, sozialer Zusammenhalt, auch klare Haltung gegen rechts. Unsere Demokratie muss verteidigt werden. Unsere Demokratie ist es wert, verteidigt zu werden. Auch dafür steht die SPD, und das möchte ich mit allen Mitgliedern der Partei und mit vielen Freunden der SPD in den nächsten Monaten machen. Darum geht's. Es geht darum, deutlich zu machen, das Leben der Menschen zu verbessern, den Vereinfachern und Populisten sachorientierte, aber mit Leidenschaft versehene Politik zu zeigen und damit deutlich zu machen, man kann auf uns vertrauen. Wir wollen das, wir sind stark, gemeinsam mit den Menschen vor Ort. Ich freue mich auf einen wunderschönen Wahlkampf mit dir zusammen. Das wird richtig, richtig gut werden. Ich bin sicher, wir schaffen das. Und am Ende der Kette werden wir uns alle darüber freuen, dass das, was wir immer diesen sozialdemokratischen Überschuss nennen, dass wir den noch holen. So ist das. Und ich freue mich gleich schon auf meinen ersten Termin als frischer Kandidat. Gleich geht es nämlich zur Weihnachtsfeier und Jubilarehrung ins linksrheinische Düsseldorf von der SPD dort. Und da freue ich mich gleich auf ein Stück Kuchen und eine kleine Stärkung, auch nach dem aufregenden Vormittag heute hier. Ihr merkt, auch hier sind wir gemeinsam unterwegs, denn das ist nämlich auch der nächste Termin, den ich habe. Also, da kannst du mich mitnehmen. Also wir müssen, es ist gerade noch ein Taxi gerufen worden, brauchen wir nicht. Wir machen das gemeinsam im schönen kleinen Smarty, umweltbewusst wie wir sind. So setzen wir das auch gemeinsam durch. Ich würde ja auch gerne mit einem Brennstoffzellenbus schon ins Linksrheinische fahren, aber auch das kommt noch. Das kommt ganz sicher. Gut.